Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Unsichtbarkeitsglitch zeigen, Leute. Wie ihr wisst, wurde ja der alte gepatcht, aber der funktioniert wieder. Ihr müsst Strom aktivieren, alle Ethoskop-Teile sammeln. Dann müsst ihr 4 von 5 blauen Kugeln für das Coffin-Easter Egg abschießen, Leute. Ganz wichtig. Und der Glitch geht nicht alleine, ihr braucht einen Kumpel dafür. So, wenn ihr 4 Stück abgeschossen habt, dann stellt euer Kumpel sich am 5. hin. Ich baue erstmal das Ethoskop zusammen. Ihr hebt das Ethoskop auf. Dann geht ihr in die Krankenstation, weil dort spawnt ja die Anomalie, wenn ihr das Ethoskop aufsammelt. So, jetzt Leute, ganz wichtig, ihr müsst euch mit eurem Kumpel absprechen. Wenn euer Kollege die letzte Kugel fürs Coffin Easter Egg abgeschossen hat, müsst ihr direkt danach die Anomalie aktivieren. So, ich lasse ihn das jetzt mal abschießen. Jetzt Anomalie aktivieren. So, wenn ihr das dann geschafft habt, Leute, kommt ihr ins Coffin Easter Egg. Und ihr habt das Tagebuch noch in diesem Computerraum. So, Tagebuch ist hier. Okay, nimmt das Tagebuch, gibt es den Geistern. Der erste Geist ist ja direkt da drunter. Der zweite Geist ist im Kontrollraum. Und der dritte Geist ist vor der Werkbank vom Ethoskop. Wenn ihr das gemacht habt, dann wartet ihr nur noch, bis die Sequenz hier vorbei ist. Und dann solltet ihr auch schon unsichtbar sein, Leute. So, es kann auch mal vorkommen, dass wenn ihr das im Squad macht oder im Duo macht, dass einer eurer Mates dann unsichtbar wird. Aber eigentlich im Großen und Ganzen sollte die Person unsichtbar sein, die die Schritte auch macht. So, das war's auch mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir doch in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das gerne an dieser Stelle ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.